Erst schnell die Dinge ab. Die Quest beim Gloomstar Mobil. Life Absorb. Geschicklichkeit. Nehmen wir den. Der bringt am meisten beim Verkaufen. Und auf Richtung Norden. Die letzten Quests abgeben. Und die letzten Dungeons machen. Und dann geht's ab in die Hauptquest. Ist auch entspannt, wenn keine Gegner mehr da sind, ne? Hallo. Oh ja, was bist du? Ristglutstein, einzigartig stackelbar, Aufladerate 5% erhöht. Jetzt will ich hier eine Rüstung reinschrauben. Ich lasse pack hier in die Kette rein, weil die haben wir meistens ein Stück lang an Ketten. So, da ist es drin. Okay. Und jetzt gehen wir doch mal noch schnell den letzten Dungeon durch. Aber wenn jemand Zeit hat in den Kommentaren, könnt ihr mir bitte den genauen Unterschied zwischen Instanz und Dungeon erklären. Ich habe bis heute nicht gerafft den Unterschied. Oder gibt es überhaupt einen? Also, ich meine, ich spiele diverse MMOs nebenher, wie Terra, ja gut. Und ja, ich habe relativ lange Meti gesuchtet. Und nein, es war nicht die beste Idee, die ich hatte. Aber zu der Zeit hat es echt Spaß gemacht. Einen Level 88er Ninja habe ich hochgespielt. Mit nicht mal so beschissenem Equipment. Und ja, für das Equipment war ich arschlange Farm. Boah, ey, dieses Verlangsamen ist echt nervig. Kann ich von hier aus reinlaufen? Ne, kann man nicht. Lass mich raten, ich muss erst einen Schlüssel finden. Alter! Alter, saugen die Viecher Arsch! Lutschen die mir echt Mana raus. Solche Säcke, die ziehen mir echt Mana raus. Dünenunhold, oho. Okay. Kam der Typ, glaube ich, dagegen gehauen ab. Scheint so. Gehen wir rum und hauen überall gegen. Da unten ist noch so ein Sandmensch. Jagdarmbrust und Sandmensch. Oh, der ist jetzt gespawnt. Aua. Die ziehen ganz schön mit ihren. Alter Vater. Und drauf da. Kann man echt nicht reinlaufen, ne? Beschwört Kreaturen aus der Grube Sandsturm. Yay, cool. Juckt mich eigentlich wenig. Und drauf da einfach und stirb. Augen haben langsam echt genug. Wir sind ja kein 1000 Füße, sondern 1000 Äugel. Nein, vergesst ihn. Der war so schlecht, bitte vergesst ihn. Ebenso interessant.
interessant und uninteressant. Ödlandrüstung, haben wir die nicht schon? Ach, das ist die. 38. Ja, komm. Boah, ey, die sieht so panzerungsmäßig aus, ne? Nein, die nicht. Die behalten wir erstmal. Der kann weg und der kann weg und, auf Schaden. Nehmen wir. Der kann weg und die kann weg und die kann weg. Sortieren. So. Was machst denn du? 95 Körper Schaden für 5 Sekunden, 15 Schaden für Gleiter und Diener. So, machen wir das oben fertig. Und dann schicken wir auch unser Fifi los wieder. Ey, was auch geil kommt, ne? Ja, hallo, ich bin Hund von dem und dem, ich würde gerne mal was verkaufen. Endlich gerettet, ja! Ach, fick dich! Ich flaue wieder steht, Elementarangriffen. Ist auch geil kommen, ne? Ja, ich bin der Hund von dem und dem und ich würde gerne das und das, verkaufen hier. Weil, ja, der meine hier, mein Herrchen meint so, ja, hier, Hund, lauf mal da dahin, verkauf das und das. Ohne Scheiße, es ist voll praktisch. Ich muss nur eine Katze trainieren. Los, Katze, hol mir mal was zu trinken. Leiter nach oben, schätze ich mal. Ja, das ist wieder Level Up. Cool. Level Up! Level Up! Noch schnell die Dinge abschließen. Diese hier. Bei Mustafar. Der Bruder von Mustafar. Leute, geht's noch weiter? Dann erkunden wir hier noch schnell. Oh! Leute, ich dachte, er hält mir aus. Schultern. Ödland. Jawohl. Fokus. Rauf damit. Plattenrüstung. Nein, Sir. 131 Schaden. Nein, wir sind beide noch besser. Einprozentige Chance auf kritischen Treffer. 10% auf kritischen Schaden. Das ist, glaube ich, ziemliche Crit-Rüstung. Das dürfte so, hier, für den gemacht sein. Ach, verdammt, ich muss mal, was die Ödlandhose hat. Euer Begleiter ist fortgegangen. Weil wenn die Ödlandhose auch mal Bonus auf Crit gibt, dann wäre es ziemlich awesome. Ich hoffe nur, ich habe nicht vorhin irgendwie was zu sehen, so ein Ödland-Ding verkauft. Boah, Alter, was machst du in der scheiß Ohren da drinne? Du bist nicht tot. Noch nicht. Junge, Junge, Junge. Kommt da mal auf die Idee. Ich stell mich... Schattenspalte. Eine Frau, die lange nicht, gevögelt wurde, hat die auch eine Schattenspalte? Okay. Der war scheiße. Fick dich, Basilisk. Ja klar, wie viele denn noch? Stirb. Nicht genug Mana. Wäre interessant, dass da oben noch ein Dungeon ist. Wo bleibt denn unser Vieh wieder? Das drüben ist ein Imitator, schätze ich. Ja, das habe ich gesagt. Oh, Level 21. Großer Heiltrank. Und zerschmettern. Und jetzt gibt's auf die Mütze. Hast du den gerade einen Wüstenschulternschutz getroppt oder sowas? Er hat uns noch nicht versteinert. Ich glaube, es kommt gleich.
Boah, Alter, wie viele hat's denn hier? Boah, aber kann es sein, dass man die ganzen Bosse, also die ganzen Gegenstände für das Wüstenset von diesen Bossen hier bekommt, die rumstehen? Von Champions? Weil es irgendwie 6 Stück gibt. Und jeder davon droppt einen. Oha. Lol. Schwarzes Basiliskenauge, cool. Knochengolem. So. Das haben wir auch erledigt. Ein Verzauberer. Können wir die verzaubern? Ja, rauf da. Elektroschock. Säureregen vom Ziel zu bannen. Lol. Hör auf, meinen Hund zu versteinern. Nicht geil. Gar nicht geil. Toter Abenteurer. Der hat's hinter sich, ne? Boah. Gott, war das scheiße. Gibt's hier noch was außer die Viecher? Irgendwas gedroppt davon? Oh, sieht aber geil aus, ne? Bringt uns noch nicht viel. Das Ding bringt Mana. Oh, das ist die Phasenbestie. Oh ja. Phasenportal. Rein da. Was müssen wir hier machen? So. Draufknüppeln, würde ich sagen. Oh, Mama. Ja, viel hätte er nicht aus, ne? Das war sie nicht, die richtige. Können wir noch was machen hier? Oder ist jetzt vorbei? Da wir die falsche Tür gewählt haben, war scheiße. Nett. Gut zu wissen. Also Tür 1 ist es schon mal nicht. Ich dachte, man kann durchlaufen, mit weiter teleportiert oder so. Oh, wo kommen wir hier hin? Alter, neues Gebiet auch noch? Klar, warum nicht? War ohne Gegner? Das ist doch irgendwas faul. Das stinkt doch. Ja. Untoter Champion. Aua! Auch ganz schön schade. Und wieder einer, der mit seinen Knochen spielt. Mit der Asche. Leute, liebe Krematorienbesitzer, wenn ihr Leute schon verbrennt, verbrennt sie bitte richtig. Ach, so eine Scheiße sind nur verdrocknet oder sowas. Nicht geil. Oh, Leute. So, da haben wir auch das aufgedeckt. Also wirklich mal da in die Mitte zu dem grünen Ausrufezeichen. Dann machen wir das hier noch und dann geht's da runter. Und dann müsste ich eigentlich auch schon falsch gelaufen sein.
Hier kommt der Eiermann. Nein, doch nicht. Ich muss sagen. Ach, wir haben oben noch einen Dungeon. Eigentlich machen unsere die Axt-Kombi keinen Sinn von uns. Die eine frostet, die andere entflammt. Ach komm, wir gehen auf der Angeln. Ach, vielversprechendes Angelloch. 3-Skelett betreten. Ach, mal reinhängen. Brauchen eh neuen Fisch. Schwarzpulverpistole. Oh ja. Genau dafür braucht man sowas. Oh ja, und schon wieder voll. Wie ich es liebe. Können wir eh nicht tragen. Hm. 38 Gesundheit. Packen wir ein. Was macht denn die? Auf Verbrennen für 5 Sekunden. Oh ja, die kriegt dagegen bei 17 TP Absorb. Gegen. Ja, komm, TP Absorb ist auch nicht mehr so das Wahre. Lieber verbrennen dafür. Das kannst du mitnehmen. Die können wir gar nicht fitten. Rennen. Wir angeln noch so lange. Ich habe dann doch gleich den Dungeon da oben. Bestienmarke, aha. Dann machen wir glaube ich doch gleich den Dungeon da oben und gehen dann weiter zur Hauptquest. Oder zu dem hier. Und dann zur Hauptquest. Dann haben wir nicht alles durch. Boah, jetzt komm schon. Geht doch, Netzfisch. Mal wieder ein Fisch. Kampfmaul, yay. Ey, wenn es jetzt heißt, ja, weil ihr in der Stadt zurück sind, ihr hättet das, das und das noch machen müssen in den Dungeons. Ich glaube, ich raste aus. Und komm, das letzte Mal noch. Müsste auch der Begleiter zurück sein. Komm schon, ran da. Viehmarke. Okay. Bestienmarke. 40 Körperpanzer. 12 Elektropanzer. Übermittelt 15%ige Chance auf Betäubungsziel für 2 Sekunden. Betäub und verbrennen. Oh, geil. Körperschadenmarke. Ich weiß schon, was uns auf ihn bekommt. Die kommt runter und die kommt da drauf dafür. Kannst du das gleich für sie mitnehmen und verkaufen. So. Rein Schattenspalt. Leute, hört auf, mir in Skype zu schreiben. Es geht mir auf den Sack. Der Begleiter ist aus der Stadt zurück. Ist ja geil. Waren wir hier drin nicht schon? Ah, wir können das skillen noch schnell. Igitt. Komm, sterb. Eine Spinneninstanz. Ich freue mich. Wie ich mir freue. Oh, das war knappkes. Das war Knäppkes. Boah. Boah, Alter, ernsthaft. Wenn du meine Oper spielen willst, dann mach's aber bitte nicht in der scheiß Urne. Hahaha.
Fick dich, Junge. Jupp. Identifizierungskontrolle. Weiter. Dieses ganz Kleinvieh, ne? Macht zwar nicht viel Schaden, aber in der Menge gesehen macht es abartig viel Schaden. Ja, genau, Logik.